Was geht? Waffen, Bande. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Tag. Wir machen heute mal ein bisschen was Webseitenorientiertes, weil zwei Videos am Tag, er ist wieder da. Comeback hat nur anderthalb Jahre jetzt gedauert. Wir spielen einen kleinen Sehtest, beziehungsweise einen Sehtest, der auf Farben ausgelegt ist. Und das nennt man dann einen Farbenblindtest. Da gibt es eine Webseite zu, das haben einige YouTuber gemacht. Und Entschuldigung, Leute, aber ich glaube, ich bin farbenblind. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke mal auf Test starten hier oder Test starten da. Ich drücke jetzt hier auf Test starten. Okay. Welche Zahl kannst du hier sehen? Oh mein Gott, Alter, ich habe richtig Angst. Ach, Multiple Choice, okay. Da ist keine Zahl. 82, 74, 34. Ich möchte übrigens betonen, falls ihr könnt ja jetzt ja live mitmachen, ne? Wenn ihr hier irgendwie das nicht erkennt, ne? Dann würde ich mir mal Gedanken machen über Farbenblindheit oder so. Ich glaube, ich bin nicht farbenblind, aber ich werde es ja auch rausfinden. Ich glaube, das ist eine 74. Welcher Kreis ist heller? Ist es jetzt ein Idiotentest oder ein Farbentest? Heller ist B. Oder ist A heller? Nee. Moment mal. Also, A? Nee. Moment. Nee, heller ist B. A, B, C oder D? Welche Blume entspricht der oben abgebildeten Farbe? Oh! Ich glaube, A ist so ein Filter drüber. B ist so ein hellerer Filter drüber. Und das hier sieht aus wie dieses Instagram-Ding, wenn man zweimal nach links swiped. Deswegen C. Oder? Boah, ich habe richtig Angst, da falsch zu liegen und jetzt einfach farbenblind zu sein. Ich hab wirklich nicht vorher getestet, ne? Wenn ich jetzt einfach mittendrin rausfinde, dass ich farbenblind bin, habe ich richtig... Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Kannst du erkennen, welches Quadrat dem oberen gleicht? Okay, das ist wirklich freaking schwer, Mann. Liegt das vielleicht auch... Das liegt bestimmt am Bildschirm, da gibt es so Einstellungen. Okay, B und D sind exakt gleich. Oh mein Gott. Oh shit, also ich habe anscheinend irgendeine Schwäche. Oh nein, das ist doch bestimmt, wenn man das irgendwie gleich sieht, dann ist das... Oh, no. Oh, ich mache mir richtig Sorgen gerade. Aber nee, A ist dunkel, C ist zu hell. B ist, glaube ich, auch noch zu hell. Aber je nach Winkel... Oh Gott, ey, das ist schwer. Ich will das nicht. Ich will keinen Fehler haben in meinen Augen. B. In einem der vier Quadrate hat sich ein Vogel versteckt. Kannst du ihn finden? Das ist... Was? Ich habe den direkt gefunden, der ist in D. Wie offensichtlich ist das denn? Ich dachte, der wäre auch eine Lego-Figur. Lego, 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 Lego. Aber das hat doch nichts mit dem Sehtest zu tun, ob man einen Vogel auf einem Bild findet. Welche Disco-Kugel ist die größte? Boah. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Phantomschmerz ist, aber seit dem Test tun meine Augen weh. Ich würde sagen C. Das hat doch nichts mit dem Sehtest zu tun. Testen wir doch mal, wie gut sich dein Gehirn an Farben erinnern kann. Welche Farbe hat das erste G von Google? Google ist was Positives und die beeinflussen ja Menschen so, indem sie mehr über die lernen. Und ich glaube, grün steht immer für Positivität. Deswegen sage ich grün. Welche Buchstaben liest du auf der roten Linie? A, X, D, C, W. Welche Buchstaben erkennst du über der roten Linie? H, warte, H, K, J. Z, F, S, Z, F, B, meine ich natürlich. Meine Güte, ich bin kurzsichtig. A, B oder C, welches entspricht dem der abgebildeten Orange? Was kommt am nächsten an die Orange ran? A kommt am nächsten an die A. Zu dunkel, zu hell, zu grau. A. Welches kleine Quadrat sieht genauso aus wie das große? C. C, C. Ja, sind wir uns alle einig? Können wir kollektiv einmal kurz uns angucken, kurz schweigen und dann so. Ja, ja, wir sind richtig hier, ja. Welches Bild auf der unteren Seite sieht genau aus wie das obere? B, C ist zu hell. B, B, oder? B. Und jetzt geht's hier richtig krass um die Burger, Alter. Oh, jemini. Der sieht übelst schmandig aus. Der sieht auch schmandig aus. Der ist einfach nur, der ist einfach, sorry, aber... Also, wenn man nicht schwarz-weiß guckt, dann erkennt man doch den Unterschied von A und dem normalen Burger. Das ist einfach ein Idiot, der mit so einer roten Scheibe so darüber geht und sagt, na, sieht das noch gleich aus? Nein, das sieht nicht gleich aus. Der Burger hier ist der ranzige, das ist D. Das ist doch ganz leicht, oder? Welches Quadrat hat die gleiche Farbe wie die große Blume? D. Unter welchem Buchstaben erkennst du das obere Kästchen wieder? Okay, ist immer wieder das gleiche, das ist A. Mein Kopf kennt keine Farben mehr. Mein Kopf ist eine Farbe. Welches Quadrat hat dieselbe Farbe wie das obere? Nochmal A. Welches der oberen Abbildungen ist am schärfsten? A, natürlich. Aber warum ist das so ein Farbenblindtest? Das ist doch nur, ob man sieht. Welche Abbildung ist am schärfsten?
Okay, das ist da. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Das ist schon schwerer. C, sage ich. Am deutlichsten zu erkennen ist das A. Hä? Was ist das für ein Sinn? Du hast mal 60. Was? 91% nur? Hast du weniger als 60%, kannst du Farben gut wahrnehmen und deine Sehstärke ist in Ordnung. Aber gute Neuigkeiten, du kannst dich durch Training verbessern. Hä, wenn man farbenblind ist, kann man sich verbessern? Rot-Grün-Schwäche, online testen. Was erkennst du darauf? Ich erkenne darauf eine 12. Was erkenne ich hierauf? Ich erkenne darauf ein B. Was erkennst du hierauf? Welche Farbe hat mehr Textanteil? Grün. Was erkennst du auf dem Bild? Ich erkenne da eine 3 relativ deutlich. Das ist eine 39. Das ist eine 8. Das ist eine MY. Rot hat mehr Farbanteile. Das ist schwer. 14, glaube ich. Was war denn das jetzt? Das war Gelb-Grün-Schwäche, ne? TL. Das ist eine 69. Haha. 2. Mehr Anteil der Grüne. Ein B. 5 dann. Uff. Jesus. Kannst du auf dem Bild eine eindeutige Zahl erkennen? Ich erkenne da eine 42. Sehr schwach. Ja. Ergebnis wird berechnet. Ja, sag mal, was ich bin. Finde ich super. Komme ich komplett klar mit. Farbenblindtest. Was viel interessanter ist, ja? Ilja, bist du farbenblind? Willst du probieren? Die Traurigkeit. Nein, ich will nicht farbenblind sein. Okay, was erkennst du hier? Eine 12. Das ist okay. Was erkennst du hier? Ernsthaft? Ein B. Okay. Welche Farbe hat mehr Textanteil? Grün. So fragend. Grün? Okay. Was sagst du hier? Keine Ernsthaft? Siehst du nicht? 3. Okay, ja. Das ist easy. Das ist. Also, boah, 39? Ich sehe wirklich nichts. Das ist so krank, Mann. Keine Ahnung. Was gibt's da? Was gibt's da? Einfach was raten. 25% Chance hast du nicht wahr. Ich sehe nichts davon. 18, Joker. Mai, M-Y. Mai, okay. Hier. Bunt, okay. Ja. Also falls ihr euch mal wundert, warum meine Videos so satt sind in der Nachbearbeitung, jetzt wisst ihr den Grund auf jeden Fall. Wenn ich das so voll übersteuert bin, so ein gelbes Gesicht habe auf einmal. Ja, ich muss raten. 12. 12. Echt auch? Das ist so krass erkennbar. Aber besser als eben. TI? TI? Ich finde das beeindruckend, weil das bei mir komplett klar ist. 69. Da gibt es jetzt nicht mal viele Kreise. Da sind doch nicht mal viele Kreise. Das kann man doch so klar erkennen. Hier, mehr grün oder mehr rot? Grün. Jedes Mal die Frage. So, jetzt ist wieder einfach ein schwarz-weißer Klotz. Ist das dein Ernst? Das ist echt eine Grün-Gelb-Schwäche, glaube ich. Das ist immer grün und gelb. Dann fällt es dir besonders schwer. Genau, nichts dafür. Ich finde das voll interessant. 15. 15? Ich weiß es nicht. Ja, und hier, siehst du eine Zahl oder nicht? Ja, 42. Ja. Dann schauen wir doch mal. Da kommen die Testergebnisse jetzt hier live vom Arzt. Dr. Waffel sagt Ihnen, Sie sind keine... Hä? Du konntest richtig viel davon nicht erkennen. Also ich habe selber gesehen, dass du mindestens 5 Sachen davon voll falsch hattest von 15. Das sind ein Drittel, Alter. Das, ja gut, wir arbeiten. Guck wieder auf deinen schwarz-weißen Bildschirm da hinten. Meine Fresse. Okay, auf Internet-Tests kann man sich wohl nicht verlassen. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass Ilja farbenblind ist. Meine Güte. Wir brauchen ein trauriges Thumbnail dafür, sonst klickt ihr da nicht drauf, ihr Schweine. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, Leute. Bis dahin und rein und tschüss. Und wenn ihr was nicht sehen konntet, geht mal zum Arzt. Also, keine Ahnung, farbenblind ist ja nicht schlimm. Außer Autofahren. Ja, tschüss. Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da.
guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.